werde heute Nacht die ein oder anderen Red Bulls gut gebrauchen können. Hey Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Julie Lisa und ich freue mich mega, dass ihr heute wieder alle eingeschaltet habt. Boah, als ich gesagt habe, dass ich in den Urlaub fliege, kamen nur Kommentare wie: Julie, wir brauchen deinen Koffer. Julie, zeig uns, was du mit einpackst. Auf Instagram wurde ich so oft gefragt, ob ich TikToks posten kann, wie ich meinen Koffer packe, wie ich das vor 2 Jahren gemacht habe, als ich das allererste Mal in den Urlaub geflogen bin mit meiner Mama. Und ich dachte mir so, okay, wenn ihr euch diesen Shit hier wünscht, dann gebe ich euch das heute. Dieses Video wird das unprofessionellste Video sein, was ihr je auf YouTube gesehen habt. Ich bin voll in meinem Schlafmode, ich bin so extrem müde. Mein Koffer liegt da leer auf dem Boden. Wir haben 19 Uhr und fahren um 3 Uhr los an den Flughafen. Ich hoffe, dass da alles gut gehen wird. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Video hier aufbauen werde, wie ich anfangen werde, wie die Kamerapositionen sein werden. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie Ton- und Bildqualität sein wird, aber dann bist du jetzt leider durch. Viel Spaß beim Video. So, das hier ist mein Koffer. Wir dürfen 23 Kilo Gepäck mitnehmen und den kann ich jetzt vollhauen mit meinen Sachen. Ganz kurz vorab, ich bestelle nicht mehr bei Shein. Das sind Beutel, die wir noch von meiner Shein-Bestellung aus letztem Jahr September haben. Oder war es August? Ich habe auf jeden Fall nicht mehr da bestellt und hier ist auf jeden Fall jetzt erstmal meine Unterwäsche drin. Als nächstes habe ich ein Oversize-T-Shirt dabei, falls mir nachts zu kalt werden sollte. Eine kurze Hose und ein kurzes Schlafoberteil. Als nächstes packe ich ein Sport-BH und ein schwarzes Crop-Top. 2 weiße Crop-Tops, einen weißen Sport-BH und dieses schöne Oberteil für den Strand. Jetzt gehe ich hoch in mein Ankleidezimmer. Da ist nämlich der größte Teil meiner Klamotten und da werden wir jetzt ein paar coole Outfits zusammenstellen. So, das ging jetzt eigentlich echt schnell. Ich schätze, so 10 Minuten später habe ich mir hier einen groben Plan meiner Klamotten gemacht. Also ich habe hier einmal 2 Zweiteiler. Das ist genau das gleiche, nur in einer anderen Farbe. Dann habe ich hier einen lilanen Rock. Dann habe ich hier 2 Kleider und einen Jumpsuit. Eine Hose für das Outfit darunter, weil der manchmal ein bisschen wehen kann beim Wind. Eine blaue Radlerhose, eine schwarze packe ich noch von unten ein. Eine lockere weiße Radlerhose, eine kurze Hose für den Strand und 2 Hosenröcke. In diese Staubeutel kommen gleich meine Sandalen rein. Dann habe ich hier noch 2 Kleider, ein so ein Meeresblau und ein schwarzes. Das sind beide von Babes Fashion, das sind so meine Favorite Kleider. Dann habe ich hier noch ein Hemd, das ziehe ich am Strand manchmal ganz gerne so drüber über den Bikini, wenn ich mich so ein bisschen anfange, unwohl zu fühlen. Deswegen darf das auf gar keinen Fall fehlen. Und zum Schluss meine absoluten Lieblingsbikinis. Einmal hier in so einem Mintgrün, den gleichen habe ich hier auch nochmal in Lila. Das Coole ist, es ist halt ein Tuch zum über die Hüfte binden, Oberteil und Unterteil, das gleiche halt bei dem hier auch. Das ist mein Lieblingsbikini von Hunkemöller. Dann einmal einen neonorangenen, unnormal geil, wenn man gebräunt ist. Und dann noch einen weißen. Weiß finde ich, sieht auch immer mega schön aus. Und ich bin einfach bikini-süchtig, deswegen müssen die alle mit. Ich habe gerade noch einen weiteren Hosenrock gefunden, den ich mitnehmen möchte. Boah, den liebe ich auch, der muss einfach noch mit. 3 Sachen habe ich vergessen. Einmal ein Oversize-T-Shirt, das ist so mein Strand-T-Shirt in jedem Urlaub. Eine kurze Leinenhose, die habe ich mir extra noch für den Urlaub bestellt. Und dann noch dieses Samtoberteil. Aber jetzt bin ich durch mit Klamotten. Alles fertig gepackt. Von dem Klamottenanteil sieht jetzt so aus. Es hat perfekt in eine Hälfte reingepasst. Und jetzt kümmern wir uns, würde ich sagen, um die spannende Seite. Und zwar kommen hier meine Kosmetikartikel rein. Als nächstes kommt der Part, der wahrscheinlich einige interessieren wird. Und zwar werden wir meine Schminke für den Urlaub einpacken. Dafür einmal so eine Tasche von der Marke Vito und Joe. Die ist von DM gewesen, jetzt so um die 5-6 Euro gekostet. Das ist so meine Reise-Kosmetiktasche, wo ich meine Schminke halt eben reinpacke. Und dann habe ich hier von Zu Eva so eine Pinseltasche, da kommen meine Pinsel rein. Eigentlich wollte ich meine Full-Face-Make-Up-Routine reinpacken in diese Tasche, aber ich habe mich in Griechenland letztes Jahr einmal geschminkt und wir waren 9 oder 10 Tage dort. Und davor das Jahr, also 2020, habe ich mich nicht ein einziges Mal im Urlaub geschminkt. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Struggle, ob ich jetzt viel oder wenig mitnehmen möchte. Aber ich glaube, ich packe lieber zu viel ein, als nachher zu wenig. Lieblingsprimer ein, das ist von Love Cosmetics, der Aura Glow Hydra Grip Primer. Das ist ein unfassbar krasses Tube zu dem Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury. Deswegen packe ich das jetzt direkt ein. Und Concealer werde ich mir jetzt auch nur einen mitnehmen. Und zwar ist es der dunkelste, den ich habe. Das ist von Manhattan, der The Multitasker Concealer. Das ist ein so guter Concealer. Eine Wimpernzange hätte ich eigentlich eingepackt, aber ich war heute noch beim Lash Lift. Deswegen brauche ich einfach keine Wimpernzange. Oh mein Gott, das ist sehr viel wert. Ich nehme ein durchsichtiges
Lash & Brow Gel mit von Essence. Außerdem nehme ich ein loses Puder von Too Faced mit. Das ist das Born This Way Puder. Dann mein Lieblings-Cream Bronzer. Das ist von Anastasia Beverly Hills, der Golden Tan Cream Bronzer. Und dann packe ich noch von Milk Makeup den Blush in der Farbe Perk ein. Keine Ahnung, ob ich es benutzen werde. Ich bin im Moment eh nicht so der Highlighter-Fan. Aber ich packe noch einen Cream-Highlighter ein. Und zwar ist es hier von Charlotte Tilbury der. Weil im Urlaub könnte das ziemlich geil sein. Zum Schluss kommt noch einmal ein Puder-Bronzer rein. Einfach, weil ich werde da schwitzen wie sonst was, dass einfach so ein bisschen der Cream-Bronzer gesettet ist. Außerdem einen Puder-Blush. Augenbrauenstift, das ist der von NYX, weil Augenbrauen sind mir so mit am wichtigsten. Deswegen habe ich hier noch einmal von Gatoubi den Augenbrauenkleber und von NYX das Control Freak Augenbrauen Gel. Und das müsste eigentlich alles gewesen sein. Ich habe meine Lippenprodukte vergessen und einen Beauty Blender. Als Lippenprodukte werde ich einmal mitnehmen als Lipgloss von Fenty Beauty, den in der Farbe Pussy. Als Liquid Lipstick den von Banana Beauty in der Farbe Bling Bling. Und dann nehme ich noch zwei Lip Liner von Manhattan mit in der Farbe 59G und 94F. Und dann ein Produkt, was ich euch sehr, sehr ans Herz legen kann, ist von Bonely Sands, der Lip Balm. In dem Geruch Sweet Vanilla und das ist mit Lichtschutzfaktor, also ich liebe den. Und somit ist meine Make-up-Bag vollständig und weil ich mich morgen nicht schminken werde, beziehungsweise wenn dann nur Concealer und ich hier noch einen drin habe, kann die schon mal in den Koffer rein. Ich habe hier einmal einen Puderpinsel von Zu Eva, der in der Farbe 110. Einen Puder-Blush-Pinsel, auch von Zu Eva, in der Farbe 102. Meinen Cream-Blush-Pinsel ist von Real Techniques, der in der Farbe 430. Mein Contouring-Pinsel von The Body Shop. Und dann noch zum Schluss der von Zu Eva in der Nummer 128 zum Bronzer. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Pflegeprodukten und zwar für mein Gesicht. Das packe ich alles in diese Kosmetiktasche hier rein. Als allererstes mein Abschminkwasser, ohne das geht gar nichts. Ist für mich ein absolutes Must-Have, ist von Bioderma. Da habe ich mir extra mal einmal die Mini-Größe gekauft und jetzt fülle ich die jedes Mal mit der großen Größe wieder auf, wenn es in den Urlaub geht oder generell auf Reisen geht. Und dazu habe ich mir extra ein kleines Paket von Mini-Wattepads gekauft. Eine Sonnencreme für mein Gesicht ist sehr, 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 sehr wichtig. Das ist mein absoluter Favorit. Ein Gesichtsöl, das hier ist von Salted Beauty. Das ist meine Tages- und Nachtpflege, die ich mitnehmen werde. Da ist sogar nochmal ein Sonnenschutz mit integriert. Und dann haben wir hier noch mein Abschminkprodukt. Oder auch Reinigungsprodukt am Morgen oder am Abend. Also ich benutze es generell einfach, um mein Gesicht zu reinigen. In der Tasche ist noch ein bisschen Platz, deswegen habe ich mir hier noch dreimal iPads eingepackt. Die mache ich immer in die Hotelkühlschränke. Und dann haben wir hier Mini-Zahnpasta gekauft. Da haben wir drei Stück mitgenommen und die kommen jetzt auch noch hier in die Tasche. Und dann ist die hier voll und die kann auch schon mal in den Koffer rein. Ich habe noch eine weitere Kosmetiktasche und da packe ich jetzt einfach so ein bisschen Krimskrams rein und ich zeige euch als allererstes mal was. Das sind einmal vier Rasierer. Dann eine After-Sun-Lotion von dieser Hawaii-Marke. Ich liebe die. Die duftet so unfassbar gut. Außerdem hat sich meine Mama hier so eine Mini-Größe vom Plantur 39 geholt. Die packe ich jetzt auch mit hier rein. Dann hat sich meine Mama noch so ein Gliss-Kuss-Spray mitgenommen. Das kommt hier jetzt auch mit rein. Ein Mini-Rasierschaum. Mini-Wattepads, weil ich habe so oft was im Auge und das ist die Rettung. Dann, falls wir irgendwie Unterwäsche waschen wollen, Socken oder generell Kleidung, einmal ein kleines Waschmittel. Und jetzt muss ich hier die Sachen noch gut da reinquetschen. Und zwar habe ich mir eben noch ganz schnell von Langhaar-Mädchen einmal ein Mini-Shampoo und auch ein Mini-Conditioner geholt, weil ich wollte jetzt nicht so ein riesiges Shampoo mitnehmen. Deswegen ist das ein bisschen einfacher gewesen. Und ja, das wird nicht passen. Ich glaube, ich muss nochmal umfüllen. So, ich habe hier wieder so eine wiederverschließbare Tüte und die befüllen wir jetzt mit den restlichen Produkten, die ich mir die letzten Tage so rausgesucht habe. Als allererstes habe ich hier eine Sonnencreme mit dem Lichtschutzfaktor 30. Eine weitere Sonnencreme, die ist aber fast leer und zwar hat die den gleichen Lichtschutzfaktor, aber falls sie halt leer ist, brauche ich eine andere. Dann nochmal ein Aftersun-Gel. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich liebe Sonnenprodukte. Sonnenöle, Sonnencremes, ich liebe es einfach. Deswegen habe ich mir hier einmal ein Dark Tanning Oil letztes Jahr in Mallorca mitgenommen. Deswegen, das kommt jetzt auch safe mit. Das hier sieht so aus. Ich glaube, das gibt es in Deutschland gar nicht. Das hier hat mir Sarah aus Österreich mitgebracht. Das gibt es in Deutschland gar nicht. Und zwar ist es von Nivea ein Karotinölspray. Deswegen kommt das auch noch mit. Und das letzte Produkt, weil ich hoffe, dass ich das da aufbrauchen kann. Ihr seht, das. Wir haben noch die Hälfte drin, aber vielleicht kriege ich es ja leer gemacht. Das ist von Garnier noch ein Bräunungsöl. Dieses Duschgel haben wir extra für den Urlaub gekauft. Und dadurch werden wir die perfekten Urlaub-Vibes bekommen. Und deswegen, das musste einfach mit. Dann haben wir hier eine Bodylotion. Und dieses Produkt habe ich eben noch bei Rossmann entdeckt. Ich fand das so cool und es waren nur noch zwei Stück davon im Regal. Also das war übel schnell ausverkauft. Die sind gestern rausgekommen. Und zwar ist es von der Eigenmarke von Rossmann ein Bräunigungs-Beschleunigungs-Pre-Sun-Spray. Ohne Selbstbräuner verstärkt die natürliche Bräune.
Ich werde es einfach ausprobieren. Ich werde euch danach berichten. Das hat, glaube ich, 3 Euro gekostet. Ich bin unnormal gespannt. Und ganz zum Schluss, was ich aber in keine Tüte machen werde, ist hier diese Bräunungsbutter. Die ist heftig, Leute. Und zum Schluss haben wir hier noch Feuchttücher. Ich nehme das da ziemlich ernst mit diesen rotbäckschen Immunstärksäften. Ich trinke die richtig regelmäßig. Ich liebe die und deswegen habe ich mir 2 kleine für den Urlaub mitgenommen. Und die packe ich jetzt auch noch in so eine Tüte rein. Ich habe mir hier noch solche Intim-Pflegetücher mitgenommen. Die werde ich ins Handgepäck packen, falls ich vor Ort auf Toilette muss. Und dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zu meinen Haarprodukten. Und zwar habe ich mir da hier extra für den Urlaub gekauft ein Pre-Sun Ölspray. Das ist einfach ein Lichtschutzfaktor für die Haare. Der schützt eure Haare ebenfalls vor Chlor, vor UV-Licht halt, vor Salz. Und es soll einfach den Haaren Schutz geben und bessere Kämmbarkeit. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich fand, das klingt mega interessant. Vor allem dieses Chlor ist ja so schädlich für die Haare. Deswegen, ich hoffe, das funktioniert einfach gut. Für meine Haare habe ich mir jetzt folgende Artikel rausgesucht. Einmal ein kleines Trockenshampoo, einen kleinen Hitzeschutz. Dann nehme ich immer auf Reisen von Gatovidin mit. Voll cool, dass es den in einer Reisegröße gibt. Dann einmal ein Haaröl. Das ist jetzt von Balea. Dieses Anti-Spliss-Serum ist unfassbar gut für das Geld. Dann 2 Klammern, um meine Haare wegzustecken. Ein Haargummi. Eine kleine Haarklammer für meine Haare. Dann noch eine große, um sie im Pool wegzustecken. Und noch eine große, falls ich meine Haare einfach nicht ertragen kann und meine Haare den ganzen Tag über geschlossen tragen möchte. Und zum Schluss noch ein Haarband, um mich zu schminken oder um mich abzuschminken. Als nächstes kümmere ich mich um meine Medikamente. Ich habe hier einmal Paracetamol, also Schmerztabletten, Baltria-Tabletten, die mir helfen beim Einschlafen. Ich reagiere sehr, sehr schnell auf Klimaanlagen, deswegen habe ich mir hier meinen nasefrei Aroma Roll-On Stift mitgenommen, weil meine Nase sonst zu wird und ich unnormale Halsschmerzen bekomme. Deswegen habe ich mir hier auch noch ein Babynasenspray mitgenommen, ein Lavendelspray, einfach damit es so ein bisschen wohllicher und nach mir duftet, und dann noch meine Pille, aber die mache ich lieber ins Handgepäck. Es fehlt auf jeden Fall nicht mehr viel. Ich kümmere mich jetzt auch um Slip-Einlagen. Ich glaube, einige von euch wissen, ich kann einfach nicht ohne Slip-Einlagen, deswegen packen wir die jetzt noch ein. 8 Nächte sind wir dort, deswegen habe ich mir einmal 11 lange Slip-Einlagen für über die Nacht eingepackt und 20 kleine, aber 20 Stück bei meiner Mama, die auch verwendet. So, mit kommt dann einmal mein Kameraladekabel, mein Handy-Ladekabel, mein Adapter, mein iPad-Ladekabel. Das kommt alles mit in den Koffer, mit meinem Portemonnaie und meinem Kissen. Oh mein Gott, ich hätte fast mein Glätteisen vergessen. Ich habe so Angst, dass der Koffer verloren geht. Ins Handgepäck mache ich jetzt auch eine Dior-Handtasche. Die mache ich halt ins Handgepäck, weil ich die dann die ganze Zeit bei mir habe. Und so kann sie halt nicht verloren gehen. Oh mein Gott, da muss ich so gut drauf aufpassen. Das ist meine Lieblingshandtasche. Und ich mache da noch Adiletten rein, weil ich ziehe im Flugzeug immer Adiletten an. Weil normale Schuhe, meine Füße platzen da gefühlt. Deswegen kommen da immer Adiletten in mein Handgepäck, dass ich die auch so Flügen ab 2 Stunden einfach anziehen kann. Ich glaube, wir fliegen 3,5 oder fast 4 Stunden, deswegen ich brauche die auf jeden Fall. Ich habe fast meine Sonnenbrille vergessen und meine Fußketten, die ich mir extra gekauft habe, die kommen jetzt auch noch mit. Und jetzt müsste mein Koffer eigentlich vollständig sein, abgesehen von... Ich glaube, ich habe alles, oder Leute? Habe ich irgendwas vergessen? Oh mein Gott, ja, ich hätte fast etwas vergessen. Und zwar möchte ich euch einen kleinen Tipp geben, falls ihr am Reisen seid mit Koffer. Und zwar investiert das Geld in einen Apple AirTag. Das hat jetzt 25 Euro gekostet und ich habe das bei Amazon bestellt. Und über dieses kleine Ding hier könnt ihr immer schauen, wo euer Koffer ist. Ich habe das bis jetzt auf fast jeder Reise gemacht, weil ich jedes Mal so Angst habe, dass mein Koffer verloren geht. Und deswegen habe ich mir das damals bei Amazon bestellt. Den Tipp habe ich nämlich selber bekommen. Und seitdem mache ich das und ich kann immer schauen, wo mein Koffer ist. Sobald wir gelandet sind, im Flugzeug habe ich ja eh Flugmodus drin, da sehe ich das dann nicht. Aber immer bevor wir losfliegen, checke ich einmal, ob mein Koffer im Flugzeug drin ist. Wenn ja, mache ich davon einen Screenshot. Und wenn wir gelandet sind, schaue ich direkt, ob mein Koffer schon in der Halle ist oder noch im Flugzeug ist und mache auch wieder davon einen Screenshot. So kann keiner euren Koffer klauen, weil ihr direkt wisst, wo sich der Koffer befindet. Und euch kann keiner sagen, dass der Koffer verloren gegangen ist, weil ihr durch dieses kleine Ding immer herausfinden könnt, wo euer Koffer ist. Also wirklich, das ist so eine kleine Herzensempfehlung von mir. Kauft euch dieses Ding, macht es in euren Koffer rein und so kann euch keiner irgendwie sagen, dass euer Koffer verschwunden ist. So ihr Lieben, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich packe meinen Koffer für Griechenland. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich gehe dieses Jahr, wenn alles gut läuft, noch 2-mal auf Reise. Also wenn ihr dann noch mal so ein Video haben wollt, lasst mich das auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben wissen. Morgen kommen vielleicht noch so 3-4 Teile dazu. Das war's dann aber auch. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr niemals vergessen dürft, wenn ihr auf Reisen geht. Habe ich irgendwas vergessen? Schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Ich habe euch alle ganz, ganz doll lieb. Habt eine schöne Zeit und bis dann. Tschüss!